Kuh und heute stelle ich euch zwei etwas ältere Space-Hider vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute wieder um Glen Allerfi. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Kirsch Whisky, die mir die 4 Samples aus der Core Range zur Verfügung gestellt haben. Den 10er und den 12er habe ich bereits in diesem Video für euch verkostet. Da erzähle ich euch auch ein bisschen was zur noch recht kurzen Geschichte der recht jungen Brennerei. Heute verkoste ich für euch den 18er und den 25er aus der Core Range. Das Wasser dieser in der Space-Hide gelegenen Brennerei stammt von Burn Waters. Außerdem ist Glen Allerfi Bestandteil der bekannten Blends Clan Campbell und House of Lords. Was macht Glen Allerfi besonders? Also sie haben ihren Produktionsprozess von 4 Millionen Litern Alkohol auf 800.000 Liter reduziert. Diese Entschleunigung des Produktionsprozesses ermöglicht ihnen eine Fermentation von 120 Stunden. Außerdem haben sie 2 Spirit Saves, mit denen sie beide Brennblasen getrennt voneinander bedienen können. Und sie lassen viel die Schwerkraft für sich arbeiten, zum Beispiel durch horizontale Kondensatoren. So. Der 18er. Glen Allerfi, 46% ist in amerikanischen Eichenfässern gereift und in Ex-Sherry-Fässern, Oloroso und Pedro Ximénez wieder. Ist reduziert auf 6.000 Flaschen. Das erste Batch kostet 95 bis 100 Euro. Ich fasse nochmal schnell den 10er und den 12er zusammen. Der 10er war sehr süß, hatte exotische Fruchtnoten, leichtes Holz, was auch mit drin war, eine Fassstärke. Der 12er war wesentlich entspannter, milder, schon mehr in die Rotwein-Sherry-Richtung gehend, intensiver im Fassgeschmack, hatte auch 46%. Mir hat der 12er besser gefallen als der 10er, aber waren beide sehr gut. Hier finde ich, ist es schwer, jetzt irgendwas rauszuziehen. Der ist süß, der ist leicht. Der hat mehr die Honignote, weniger den Sherry. Ich denke, das ist der Einfluss von den amerikanischen Fässern, weil der 10er ist in amerikanischen Weißeichefässern, in den Ex-Sherry-Fässern und in 9 Eichenfässern gelagert gewesen. Der 12er nur in Ex-Sherry-Fässern und in 9 Eichenfässern. Der lag nicht in Ex-Amerika-Weißeiche-Fässern. Der hier lag wieder in welchen. Da kommt, finde ich, wieder diese Honigschwere, die ich in dem anderen Video erwähnt habe, kommt hier mehr raus. Ja, der ist sehr, wow, also bei dem ist es schwer, was zu riechen. Der ist sehr, sehr dezent. Und wie gesagt, diese Honigsüße kommt raus. Am Anfang hat man schön diese Honigsüße, aber leicht, ganz mild. Dann kommt das Fass und ich finde, das Holz geht schon fast ins Bittere. Es kippt schon so ein bisschen über. Manchmal hat man das ja, dass das Fass dann so leicht bitter schmeckt, das ist aber nicht weiter störend. Hier fand ich es jetzt ein bisschen heftig, wie bitter der reingeht. Danach wird er wieder super lecker, super mild, super dezent. Ist aber auch schnell weg auf der Zunge. Ja, also dieses Fass, dieses Holzige, hat so diesen
Sherry, Rotwein. Geht so in die Richtung. Ist aber, finde ich, sehr intensiv herb. Mir ein bisschen zu herb. Für mich kippt es ab ins Bittere. Ansonsten hat man leicht diese Süße. Zwischendrin war er jetzt ein kleines bisschen wässrig sogar. Ist sehr mild, aber eben sehr holzig. Für mich ein bisschen zu herbholzig. So, da war die Speicherkarte gerade voll nochmal. Der 25er hat auch in amerikanischen Weißeichefässern und Ex-Sherry-Fässern Pedro Jiménez und Oloroso gelegen. Ist mit einem Vierteljahrhundert der älteste der Core Range, der standardmäßig jetzt auch regelmäßig abgefüllt wird von Glenallachy. Also das erste Batch ist jetzt auf 6000 Flaschen limitiert. Trotzdem wird er weiterhin wohl verfügbar sein. Kostet 250 Euro die Flasche. Das ist dann natürlich schon etwas heftiger, wenn man überlegt, 25 Jahre, so alt bin ich noch nicht mal. Da wurde der schon hergestellt, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Ich trinke Whisky, der älter ist als ich. Das ist schon was Besonderes. Der ist, finde ich, wieder viel intensiver als der 18-Jährige. Der 18-Jährige war so, naja, flach ist ein böses Wort, aber ja, er war, finde ich, etwas flach. Der hier riecht wieder voll intensiv, sehr, wieder dieser Honig, der hier als erstes präsent ist. Da ist noch irgendeine andere Frucht mit drin, aber ich bin super schlecht, was Früchte angeht. Aber es ist irgendwas, ja, es könnte so in die Traubenrichtung gehen. Aber weniger wie bei dem 12er, da hatte ich ja so diese frische, leicht wässrige Traube noch. Hier ist es wirklich eher so eine schwere. Hier könnte ich mir eine helle Traube vorstellen bei dem 12er, bei dem 25er eher so eine rote, wirklich saftig, süße, intensive Traube. Der ist lecker. Oh Gott, ist der lecker. Der kommt mit so einer ganz milden Art von Honig. Also nicht so dieses, bei dem 10er fand ich, war der Honig eher so klebrig süß. So dieses typische, ich schmiere mir Honig aufs Brötchen und am Ende klebt er überall und nicht auf meinem Brötchen. Und hier, das ist so dieses, der Honiggeschmack. Ganz mild, reif, erwachsen, dezent. Dann kommt so dieses Holz, aber es kippt nicht wie bei dem Rest, fand ich. War es teilweise grenzwertig, teilweise zu sehr ins Holz herbe, bittere abgekippt. Hier gar nicht. Man hat diesen holzigen, leicht nussigen Geschmack. Zum Ende raus kommt dann wieder so dieser sanfte Honig. Kaum dieses Rotweinschwere drin. Also der ist wirklich sehr nicht einfach. Er ist sehr, naja, reif. Nicht so super intensiv. Ich finde, junge Whiskys sind immer super intensiv vom Geschmack her, die meisten. Und desto älter die werden, desto entspannter können die dir sagen, wonach die schmecken. Und müssen dich nicht so von sich überzeugen. Das ist immer so, wenn man das vergleicht, so ein ganz junger Whisky ist immer so, guck mal hier, ich schmeck danach und schmeck danach und schmeck danach. Und so ein etwas älterer Whisky ist schon, ja, also ich bin schon etwas erfahrener, ich schmecke nach Honig, Holz, genieße es. Entspann dich und genieße es. So schmeckt dieser Whisky für mich. Was ein bisschen schade ist, erst jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich immer so rede, aber jetzt ist er geschmacklich irgendwie schon so weg. Ganz am Anfang kommt diese Rotweinnote nochmal mit. Und so ein bisschen, wenn dieser Fassgeschmack, dieses Holzige kommt,
dort am Ende nochmal so ganz leicht, aber wie gesagt, sehr weich, sehr sanft, sehr entspannt. Dem 18er, ich muss sagen, der 18er hat mir irgendwie nicht geschmeckt. Der ist auch von den dreien mit der blässeste, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ist mit der blässeste. Dem würde ich 2 Punkte geben, weil er mir einfach zu sehr in dieses holzig-bittere abgerutscht ist. Der 25er, lecker, super mild, trotzdem intensiv vom Geschmack. Er hält irgendwie dort so super diese Waage zwischen, ich bin super krass im Geschmack, ich habe viele Facetten und ich bin intensiv. Also er hält sich dort perfekt die Waage, kriegt von mir, 3,5 Punkte. Nochmal zusammengefasst, der 10er hatte 2,5 Punkte, wenn ich mich nicht alles täuscht. Der 12er hatte 3 Punkte, der 18er 2 Punkte, der 25er 3,5 Punkte. Mir persönlich sind 250 Euro für eine Flasche Whisky dann doch immer noch ein bisschen zu teuer. Das Sample ist richtig gut, richtig lecker, hat mir super gefallen. Schmeckt wie ein 25 Jahre alter Whisky eben schmecken muss. Wenn ich mich jetzt dafür entscheiden müsste, so für alle Tage mir einen Glen Allachie in den Schrank zu stellen, wäre das definitiv der 12er. Der 10er ist was für Leute, die es ein bisschen auch intensiver in der Space Side mögen, also ein bisschen noch fruchtiger und die halt auch mit der Fassstärke klarkommen. Ich habe da noch so meine Schwierigkeiten an einigen Stellen. Der 18er hat mir persönlich von allen Vieren am wenigsten geschmeckt. Ist jetzt nicht so, dass ich ihn wieder ausspucke, ist trotzdem ein leckerer Whisky, aber die anderen drei sind einfach besser. Ne? Irgendeiner muss der Letzte sein. Das ist in diesem Fall der 18er für mich. Der 25er ist der leckerste von allen Vieren, ist mir persönlich aber zu teuer, deswegen würde ich trotzdem den 12er auf Platz 1 von allen Vieren setzen. Danke nochmal an Kirschwhisky, dass er mir die Samples zur Verfügung gestellt hat. Das waren jetzt der 18er und der 25er. Das andere Video könnt ihr euch auch nochmal zum 10er und zum 12er angucken. Das war meine Meinung zu Glen Allachie und bis zum nächsten Mal. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut auch nochmal auf meinem Blog vorbei. Da habe ich noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange!